Gehen wir auf das Thema Lehrer zurück. Und naja, ich sag's mal so, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich hatte echt gute Lehrer, muss ich echt sagen, aber manche entsprachen nicht so ganz meinen Geschmack, sage ich mal, was das Unterricht machen angeht. Schlimme Erinnerungen. Arim, warum ich gerade darauf achte, wenn jetzt zu ist und jemand lauscht, ist, wir haben es bald 1:15 nachts und wenn jetzt irgendjemand noch das Fenster auf hat und ich da hier rumlabere, dann ja, klingelt es wahrscheinlich gleich an der Tür und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, lieber stecke ich hier drin, statt dass ich jetzt gleich an die Tür ran muss. So, ja, als ich gesagt habe, ich habe ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. War echt nicht so schön, meiner Meinung nach. Ja. Aber wenn ich jetzt nicht weiß, wie genau ich da ins Detail gehen soll, ich sag mal, also, Person, die Kimi unterrichtet hat, ja, also das war echt bis jetzt ganz ehrlich meine schlimmste Lehrererfahrung. Und ich sage das so ganz offen raus, weil es ist einfach so. Es war einfach kein guter Unterricht. Das muss ich jetzt einfach so sagen, auch wenn sich da jetzt irgendjemand angesprochen fühlt oder beleidigt. Es ist einfach so. So, raus mit der Scheiße. Ich habe jetzt keinen Bock, dieses Geheimnichtuerei. Ich darf jetzt nichts Schlimmes sagen, Alter Mann, es riecht mich auf. Es war einfach nur ein Scheißunterricht. Wir wurden einfach nur fast die ganze Zeit angeschrien. Uns wurde genervt, die ganze Zeit, wenn wir irgendeine Schulaufgabe geschrieben haben, die ganze Zeit hinter uns drauf geguckt. Nee, also es hat mich echt total angekotzt. So, ich sag's einfach mal so, wie es ist. Es war echt, meiner Meinung nach, das ist bis jetzt schlimm. Nein, das ist der Lahme vor uns, scheiße. Das ist meiner Meinung nach schlimmste Lehrererlebnis. Fuck, fuck, fuck. Ui. So, mach mal raus, wie es ist. Weil sich unter alles saufern. Und ja, es gab da auch schon mehr Beschwerden bei unserem Klassenleiter, hat davon nicht viel gebracht. Weil, nee, es war echt nicht toll. Ich kann auch mal eine Geschichte erzählen. Einmal hatte ich die Hausaufgabe vergessen. Und naja, so zu zwei, wie diese Person war, habe ich natürlich erzählt erstmal, damit ich die Hausaufgabe vergessen habe, ne? Und dann 5 Minuten später werde ich gefragt, was die und die Antwort ist. Und ich meine, es ist ja okay, vielleicht hat vergesst, dass ich die Hausaufgabe vergessen habe. So, denke ich mir. Ja, okay. Sag doch mal, ich habe die Hausaufgabe vergessen. Ich weiß das nicht. Und dann kommt echt ein. Ich will jetzt gar nicht genau ins Detail gehen. Nicht, damit ich jetzt hier noch Leute unwissens stärker beleidige, als ich es so schon getan habe. Echt. Warum ich das nicht weiß. Ich meine, ich kenne meine Hausaufgaben nicht auswendig. Ich habe vielleicht mal nicht mich perfekt auf den nächsten Tag vorbereitet. Ne? Ich meine, da bin ich keine Ausnahme. Es bereitet sich nicht immer jeder perfekt mit allem, was dazugehört und ganz wichtig und Ding, Dong, Dung auf den nächsten Tag vor. Es werden halt immer mal kleine Lücken gelassen. Ach komm, gehen mir, habe ich jetzt keinen Bock drauf zu lernen. Wir haben sowieso erst die Schulaufgabe oder Eck geschrieben. Da muss ich jetzt nichts lernen. Passt so. Na und. Wenn das dann rauskam, dass jemand so gedacht hat, dann, ja, war die Stunde anscheinend nicht verschwendet, wenn wenn wir darüber nicht sehr freundlich informiert wurden, wie scheiße das für unsere spätere Laufbahn ist in der Schule, damit wir das nicht alles genau wissen, weil das alles aufeinander aufbaut. Ich meine, das kann ich ja verstehen, aber es war echt ein bisschen. Ja, nicht nett. Naja, also es war dann anscheinend okay, wenn die halbe Stunde damit vertrödelt wird. Ich sage jetzt extra vertrödelt, ne? Weil es ist kein Unterricht, wenn einem vorgejammert wird. Ne, nicht gejammert, einfach vorgelabert, die ganze Zeit nur die eine Sache, wenn das wissen muss. Das ist doch kein Unterricht, aber das Schlimme ist ja, ich meine. Das geht ja noch, es ist ja klar, dass das Lehrer aufregt, wenn man sich mal nicht auf die Stunde vorbereitet hat. Das Schlimme daran fand ich dann eigentlich, also nicht daran, sondern allgemein, wenn irgendjemand was gemacht hat, das hätte man in zwei, drei, na, einer Minute abreden können. Einfach mal so, ey, jetzt sei mal leise, ich will Unterricht machen oder so. Aber nein, es ging einfach nicht so. Es musste irgendeine große Scheißerei daraus gemacht werden. Naja, habe mich ziemlich aufgeregt. Aber ich habe das ja auch verstanden und ja.
Zum Glück. Hoffentlich auch nächstes Jahr. Ich möchte nicht gar nicht genau ins Detail gehen, weil ich denke, dass ich da irgendjemand beleidigen könnte, was ich auf gar keinen Fall will, wie schon gesagt. Ich möchte einfach mal nur ein bisschen ansprechen, wie ja, ich das so in der Schule empfinde. Ihr könnt mir natürlich auch eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, vorausgesetzt, ich bekomme Kommentare von den 3 Zuschauern, die zuschauen. Ja, ich habe das mal sogar angeguckt, ich habe durchschnittlich 3 Aufrufe auf ein Part. Außer auf dem, wo ich in den Stau geraten bin, habe ich 11 Aufrufe drauf. Ich habe keine Ahnung, wie das gekommen ist, aber ich habe dreimal so viele, fast viermal so viele Aufrufe auf ein Part, in dem ich im Stau gestanden bin, als auf Parts, wo ich irgendwas Sinnvolles gemacht habe. Ja, das verstehe ich auch nicht. Und darf nur 70 fahren, das erklärt alles. Werd schneller, werd schneller. Ach. Naja. Kann ich von der KI erwarten, dass die sich so richtig verhält. Ja. Wie gesagt, ich könnte da jetzt noch stundenlang über das Thema upragen, aber ich möchte echt jetzt niemanden beleidigen, wie schon gesagt. Wie schon 50.000 Mal gesagt, aber ich möchte einfach nochmal sicher gehen, weil ich glaube, es gibt da ein paar Lehrer auf meiner Schule, denen würde ich alles zutrauen. Damit sie mir deswegen einen Verweis geben oder so, das recht war, denen würde ich das zutrauen. So, das war es dann leider auch schon mit dem Gespräch. Ich muss mal kurz überlegen, ob es selber was einfällt. Nö. Na, was habe ich von mir erwartet? Ein bisschen rumfahren, ich kann da nochmal drüber reden, damit mir nicht einfällt, was. Ach, was ich noch ansprechen könnte. Ach, ich. Als hätte ich keine Gesprächsthemen auf Lager. Das ist ja absurd. Ich habe schon heimlich was getrunken und ich sage das immer, damit es heimlich ist, aber irgendwie dann auch. Ja, ihr dürft mich jetzt halt blöd abstempeln. Viel Spaß dabei. Ja. Genau, warum schon wieder 3 Tage nichts gekommen ist, das liegt daran, dass ich zurzeit erstens meinen Schlafrhythmus so dermaßen gefickt habe, damit ich kaum noch zu einer normalen Zeit auf bin, wo ich aufnehmen kann. Abends wird es gehen, aber dann will ich auch mal ein bisschen zocken und so, ne? Mal ein bisschen mit anderen Leuten und dann nachts geht es ja wieder nicht, weil da pennen alle, blöd. Und nachmittags jetzt zurzeit auch nicht, weil meine Mutter Nachtdienst hat und ich da immer schon sagen muss, was ich bin. Also ziemlich suboptimal. Aber wie gesagt, jetzt Nachtdienst, ich kann nachts schön aufnehmen. Aber ich kann auch mal gucken, wie viel Uhr es inzwischen ist. Ja, jetzt ist es 14:15 genau. Was erst? Ich habe erst 15 Minuten. What the fuck? Okay, das ging jetzt echt richtig langsam die Zeit um. Das ist ja mal richtig krass. Das ist richtig krass, Digga. Das ist richtig krass. Ups, mein Stuhl quietscht schon wieder. Weil ich mir ja eine bequeme Position aussuchen muss. War natürlich wieder mit 90. So, Grund Nummer 2. Ich habe zurzeit einen neuen Anime gefunden. Und zwar habe ich den Namen vergessen. Wer sich näher dafür interessiert, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich antworten. Wenn ich danach geguckt habe, wird schon wieder die Aufnahmen pausieren, das wäre etwas suboptimal. Yay, ich habe schon wieder suboptimal gesagt. Das ist doch genau der LKW von vorhin. Ich glaube schon. Nein, keine Ahnung, warum ich gerade aus dem Fenster gelehnt habe. Ich habe den Faden verloren, scheiße. Ach genau, ne, und dieser Anime, ne, ich finde ihn einfach nur so hammermäßig geil. Als Kind, der die abstellt, da denkt man sich, okay, ja, okay, jetzt hast du die Folge aufgehört, jetzt musste ich 2 Minuten warten, bis das weiterlädt, überspringe ich die einfach mal, ne. Es gibt echte Anime, meiner Meinung nach, echt total langweilige Sachen, aber teilweise, das sind dann immer diese 10 Folgen am Stück, die spannend sind. Das sind immer schon 10 mal 20 Minuten, also dann schon mal schön 200 Minuten, die ich immer am Stück schauen muss, weil ich einfach nicht auffahren kann. Und weil das so spannend ist. Das ist schon krass, das werden die Leute von euch, die gute Animes gucken können, und irgendeinen Müll gucken, die werden das nicht kennen. Ja. Wer ist denn der Anime? Das möchte ich jetzt mal kurz wissen, damit ich den erwähnen kann.
Okay, es fällt mir echt gerade nicht ein. Also wie gesagt, wer sich näher dafür interessiert, in die Kommentare damit. Dann werde ich antworten. Ich antworte sowieso meistens auf Kommentare. Also jetzt nicht auf welche wie, sprechen wir da und darüber, weil was soll ich darauf antworten? Das seht ihr dann im Video, wenn ich darüber spreche. Also zum Beispiel, wenn. Irgendjemand, warum auch immer, sagt, das Video war mal mäßig geil. Dann bedanke ich mich natürlich bei dem. Aber kommt nicht so häufig vor. Also, so oft habe ich da nichts zu antworten. Aber ihr solltet euch auch verlassen können, dass wenn ich sage, ich antworte auch. Weil ich meine, wenn ich mal mein Handy aufmache und dann sehe eine E-Mail, ist sie von YouTube, ist sie von YouTube. Ein Kommentar! Ja, dann springe ich doch schon fast an die Decke, weil ich überhaupt einen bekommen habe. Wenn es auch noch einer ist, wo ich schöne Möglichkeiten zum Antworten drauf habe, dann werde ich das natürlich tun. Warum denn auch nicht? So, das ist die Tankstelle. Ich weiß nicht warum, aber ich will da reinfahren. Also nicht in die Tankstelle fahren, damit alles in die Luft geht, was in dem Spiel sowieso nicht geht. Auch nicht in die Tankstelle fahren, zu tanken, einfach durchfahren mit Fullspeed. Das ist nicht ganz lustig. Jerry, du hast gesagt, du willst das so realistisch wie möglich spielen. Doch jetzt fährst du einfach mit Vollgas durch die Tankstellen. Das finde ich jetzt echt nicht toll von dir. Ich war hier auf etwas sehr Realistisches und originalgetreu vorbereitet. Nee, das kann ich nicht so akzeptieren. Ist gut. Ist gut. So, außerdem mein neues Let's Play steht auch noch nicht fest. Was ich mir jetzt noch überlegt habe, war, Mirror's Edge das Problem ist. Es ruckelt. Es ruckelt auch ohne Aufnahme. Also ich weiß echt nicht, was die da bei dem Programmieren falsch gemacht haben. Auch sobald irgendwas kommt und irgendwelche Deppenfenster zerschießen, dann war's das. Ich kann das Spiel einfach nicht mehr weiterspielen. Also ganz ehrlich, das ist echt schade. Halt. Danke. Weil das Spiel ist echt geil. Das ist auch noch bis zuerst bezogen gespielt und nicht mehr weiter. Aber weil es mich so aufregt. Und ich meine, ich habe ganz schlechten PC. Die mich kennen, die wissen das. Ich meine, ich weiß, ich sind ultra mega geil PC. Ja. Ich meine, ich kann Battlefield 3 in Ultra-Grafik spielen. Das reicht, oder? Und wenn ich damit nicht mehr jetzt spielen kann, dann denke ich mir schon, was zum Piep haben die da falsch gemacht? Oh ja, das war ein richtig professioneller Auspiepser. Auf jeden. Uiuiui, ich bin an die Maus gekommen. Scheiße. Ich habe vergessen, worüber ich gerade gesprochen habe. Alter, das ist ja schlimm. Okay, ich hab's echt. What the fuck? Wartet mal. Jetzt werden wahrscheinlich so 50 von den drei Zuschauern die Hände gegen den Kopf knallen mit so einem Tempo, damit der Kopf hinter an der nächsten Wand klatscht. Ja, weil ich mir das nicht mehr. Aber ich weiß es echt nicht mehr. What the fuck? Okay, vielleicht. Oh, ich muss ja abbiegen. Vielleicht fällt es mir ja wieder ein. So, oh, wir sind ja schon fast da. Cool. Finde ich gut. So. Nummer 2, warum ich zurzeit nicht so viele Videos mache, ist, damit ich zurzeit auch noch an einem SAP-Server skripte. Und das raubt dann auch schon einiges Zeit, wenn man was nicht kapiert und dann eben die ganze Zeit davor, ich kapiere es nicht, ich kapiere es nicht, ich kapiere es nicht. Das, ja, braucht dann auch seine Zeit, bis man es dann verstanden hat. Und wenn man es dann verstanden hat, dann denkt man sich, yeah, ich mache jetzt das damit. Ach was, da brauche ich ja noch was anderes. Und das weiß ich nicht, wie es geht. Ja, deswegen mache ich das zurzeit ziemlich nach den Tutorials von Mr. Monat, die neue Tutorial-Reihe. Aber wir fahren nach Obi, cool. Zu Obi. Ja, zu Obi. Das ist echt schlimm. Ich habe jetzt schon wieder 3 Tage nicht aufgenommen und mein Mund ist jetzt nach den 20 Minuten schon so trocken, ne? Das glaubt ihr mir nicht. Also wie gesagt, es braucht auch ein bisschen Zeit, da dran zu skripten und wahrscheinlich schauen noch ein paar die Videos dazu, ich weiß nicht, von Autotalk, die bei der Pre-Alpha mitmachen.
Na, es gibt eine Pre-Alpha-Version von dem Server oder bald. Bald ist. Also ich wenn es eine Zukunft, muss ich euch leider etwas. Nicht so beunruhigen, aber etwas vielleicht verunsichern, weil es könnte dann doch schon noch einige Zeit dauern. Weil das ist echt härter, als ich gedacht habe. So einen Server so komplett selbstmade zu skripten. Vielleicht packe ich da doch nicht, vielleicht hole ich mir irgendein Skript aus dem Internet und editiere das hoch 10, aber ich will es eigentlich nicht machen. Naja, wenn ich das mache, dann wird das auf jeden Fall, ja, bekommt ihr das auf jeden Fall mit. So. Olaf, lasse ich euch natürlich auch noch auf den Laufenden. Halte ich euch auf den Laufenden. Mal wieder ein paar Videos machen, ein paar Fortschritte gemacht habe. So, und ich habe noch einen Grund. Von dem werde ich euch aber noch nichts erzählen. Ein paar wissen den Grund. Wenn er davon was in den Kommentaren schreibt, kommt erstmal einen fetten Block. Ein paar können ihn vielleicht erahnen, aber wird bis jetzt auch unter Verschluss gehalten. Vielleicht werde ich es mal irgendwann öffentlich machen, aber bis jetzt wird er erstmal unter Verschluss gehalten. Und ich sag mal so, es raubt mir scheiße viel Zeit. Also das ist echt krass. Hatte ich echt nicht erwartet. Das habe ich wahrscheinlich alle neugierig gemacht. Das tut mir natürlich leid, aber nicht. Nee. Noch nicht. Und es wird auch nichts dran ändern, wenn mich irgendjemand einen Kommentar anschreibt, den ich schon öfter geschrieben habe oder den ich privat kenne und mich fragt, was ist das denn jetzt genau? Ich habe ein paar Leuten das verraten, ich habe ein paar Leuten den Hinweis gegeben, die dies interessieren könnte und sie sich eigentlich nur darüber upraged und das nicht mehr verstehen. Ja. Und kriege ich das denn gerade nicht mit dem Einpacken hin? Das ist auch schlimm. Also ein Regen liegt nicht, weil dann würde der eher driften, wenn dann ein Regen liegt. Geschafft. So, was als nächstes Play steht.